Alle, die noch keinen Kopfhörer aufhaben, die sollten den jetzt aussetzen, denn dann hört man erst was. Mal kurz warten, bis jeder... Frage ist, hört ihr denn was? Ah, okay. Check, check, genau. Check. Meine erste Silent Disco, oder ja, wie man das nennt. Also wir reden eigentlich... Ah, Piran. Hey, alles gut. Hey. Hast du geschafft? Hallo, Piran. Boing, boing. Genau. Das ist eine Silent Disco. Du hast auch noch deinen... Genau, also wir reden eigentlich ganz gemütlich miteinander und die anderen hören uns alle. Gut, dann fangen wir offiziell komisch, an. Ja. So, einige sind noch dabei, sich zu setzen, aber es ist fast 17 Uhr und für jeden, der jetzt noch aufnahmefähig ist, kommt eigentlich das spannendste Thema heute, und zwar, wie skaliere ich mein Unternehmen? Offiziell heißt die Masterclass Lernt von Frank Thelen, Koro, Molly und Zentral, wie ihr zum nächsten E-Commerce Scale-Up werdet. Wir sprechen heute zum einen über Gründergeschichten, wir sprechen aber auch über Technologien und Tools, die beim Wachstum helfen. Und wir versuchen, das Geheimrezept rauszufinden, wie man denn zum Scale-Up wird. Herzliches Willkommen gebe ich auch nochmal raus an den Livestream, der, soweit ich weiß, läuft. Man weiß es nicht, aber wer uns da draußen hört, auch ihr habt hoffentlich einen guten Tag gehabt und hört jetzt die Masterclass. Ich, falls ihr mich nicht kennt, ich bin die Verena von der K5 und freue mich jetzt, die vier Experten hier vorzustellen. Ich starte Ladies First mit Annette. Annette Platt. Annette ist Managing Director für die Dachregion beim niederländischen Zahlungsdienstleister Molly. In ihrer Funktion bei Molly unterstützt sie vor allem kleine und mittelständische Unternehmen beim Wachstum. Molly ist seit 2019 am deutschen Markt vertreten und Annette ist maßgeblich für die strategische Ausrichtung und Vision in der Dachregion verantwortlich. Annette verfügt aber auch über eine sehr langjährige Erfahrung im ganzen Fintech-Segment. Außerdem engagiert sie sich aktiv für Themen wie neue Arbeitswelten, diverse Teams in Unternehmen und eine People-First-Kultur. Herzlich willkommen, liebe Annette. So, direkt nebenan haben wir den lieben Benedikt. Benedikt von Xentral, wir sehen es schon auf seinem T-Shirt. Benedikt ist Gründer und Geschäftsführer von Xentral, dem intuitiven ERP-System. Benedikt ist eine Gründernatur. Direkt nach seinem Informatikstudium startete er mit seiner Frau Claudia das erste Unternehmen, um Mikrocontroller-Platinen zu produzieren und über einen eigenen Online-Shop zu verkaufen. Da ihm eine geeignete ERP-Software fehlte, programmierte er diese kurzerhand selbst. Mit dem Wechsel hin zum Softwareunternehmen steuert Benedikt mittlerweile als CEO den Wachstumskurs seines erfolgreichen ERP-Scale-Ups Zentral, das inzwischen auf rund 200 Mitarbeiter global angewachsen ist. Herzlich willkommen. So, weiter geht's mit dem nächsten Experten, den ich eigentlich gar nicht vorstellen müsste, aber weil es trotzdem einfach beeindruckend ist, auch Frank bekommt noch eine Vorstellung. Frank ist selbst Seriengründer, Technologieinvestor und bekannt aus der TV-Show Die Höhle der Löwen. Seit 1994 gründet und leitet er technologie- und designgetriebene Unternehmen. In seiner Rolle als Gründer und CEO von Freigeist Capital konzentriert er sich auf Investitionen in der Frühphase. Seine Produkte haben über 100 Millionen Kunden in über 60 Ländern erreicht. Freigeist war der erste Investor in Startups wie Lilium Aviation, Wunderlist, Zentral, Ankerkraut und Y-Food. 2018 veröffentlichte Frank mit 42 Jahren seine Autobiografie Startup DNA. 2020 folgte 10-mal DNA. Herzlich willkommen, lieber Frank. Ich freue mich sehr, heute deine Insights zu hören. So, und zu guter Letzt in der Expertenrunde, gerade noch reingehüpft aus der letzten Masterclass, der Piran Aski von Koro. Piran ist Geschäftsführer des Lebensmittel-Online-Händlers Koro. Piran ist Unternehmer, Mathematiker und Prozessenthusiast. 2014 steigt er als Werkstudent bei Koro ein und übernimmt 2016 die Unternehmensanteile einer der damaligen Gründer, die er mit dem An- und Verkauf von Yu-Gi-Oh!-Karten finanziert. Da müssen wir gleich mal später noch, glaube ich, dazu sprechen. Unter seiner Leitung wächst Koro zu einer der D2C-Stories in Deutschland. 2022 erwartet Koro einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Kleine Schleichwerbung hier noch am Rande. Wer von Pira noch mehr sehen möchte, Ende Juni auf der K5, da hören wir noch mal ganz viel von dir. So, herzlich willkommen, lieber Pira. In
Vorbereitung auf die Masterclass habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, was die Unternehmen alle machten und bin dann so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, hier sitzen im Prinzip sitzt eine Bewertung von über 10 Milliarden. Ich glaube, wenn man das mal dann den Expertenstatus nimmt, ist das gerechtfertigt. Also heute noch oder vor 2 Wochen? Das hat sich alles so ein bisschen geändert. Genau, also wer besser als diese 4 Personen könnten uns darüber berichten, eben wie man vom Startup zum Scale-Up wird und erfolgreich das schafft. Somit starten wir in dieser Runde. Lieber Piran, ich würde dann mit dir starten, einmal jetzt andersrum. Erklär uns doch mal ganz kurz, was Koro macht und was Koro vor allem auch besonders macht. Ich würde mal einfach nur für Research-Zwecke alle bitten, sich zu melden, die Koro schon kennen. Ja, sehr und gut. Jetzt noch mal melden, wenn man Koro nicht kennt. Oh. Ah ja, okay. Das ist eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll, oder? Könnte aber auch am Titel hier von dem... Ja, ganz spannend. Ja, nee, wir verkaufen Lebensmittel in Großpackungen und ja, sind inzwischen sehr breit aufgestellt, haben gestartet mit Trockenfrüchten, Nüssen und sind dann immer breiter geworden. Und der Kern der Company ist eigentlich, sich selbst eine möglichst große Flexibilität in der Verpackungsart und Größe zu geben und damit Handelsstufen zu überspringen. Denn die im Ursprung, die können keine 100-Gramm-Verpackungen mit bedruckter Folie, Displaykarton, man, Frank, das kennst du sicher auch, aus seinen ganzen anderen Startup-Erfahrungen, dass das nicht ganz so einfach ist, wenn man fancy Packaging-Design haben möchte. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich egal. Wir können online den Inhalt zeigen, darstellen, wie die Produkte aussehen. Wichtig ist uns die Rückstandsanalyse und dass es fantastisch schmeckt. So, das ist das, was wir machen. Und ich mache das jetzt ungefähr 6 Jahre lang schon. Bin als Kunde zu Koro gekommen, habe dann irgendwann den Costa angeschrieben, habe gesagt, schick doch mal hier einen Affiliate-Link, nachdem ich Koro schon meiner ganzen Bekannt- und Verwandtschaft empfohlen hatte, um auch davon zu profitieren. Also so ein bisschen Unternehmer, das hatte ich immer schon drin. Und wir sind gute Freunde geworden. Ich habe als Werkstudent gestartet, erstmal Cashflow, Prozessautomation und Co. gemacht. Und Robert wollte dann irgendwann raus und so hat sich das ergeben, dass ich mich quasi eingekauft habe. Wir haben überlegt, die Company umzubenennen in Pico. Pico heißt irgendwie klein, wir machen alles in groß, passt nicht. Copy geht auch nicht. Kopieren wollen wir nicht. Wir sind innovativ, also haben wir es Koro gelassen. Und inzwischen sind wir knapp 300 Mitarbeiter groß, machen dieses Jahr vermutlich über 100 Mio. Umsatz, letztes 62, davor 20, davor 5,5. Also einen sehr steilen Wachstumskurs hinter uns und haben auch schon mit dem einen oder anderen Unternehmen hier schon gearbeitet und wollen hier ganz gerne unsere Erfahrung einmal teilen. Sehr schön. Erklär uns doch einmal, oder für diejenigen, die es da draußen nicht wissen, über das Yu-Gi-Oh!-Thema auf. Wie kam es dazu? Weil du hast ja gesagt, du hast dich eben eingekauft dann als Werkstudent. Erklär uns da einmal auf. Ja, ich habe ganz vorsichtig versucht, das zu umschiffen, aber jetzt aber holt es mir auch ein. Ist so gut. Genau, also da gibt es 2 Themen. Das Initialkapital, um in Koro zu investieren, habe ich damals mit Yu-Gi-Oh!-Karten erwirtschaftet. Das war quasi mein Zuverdienst für die Uni-Zeiten. Das ist so ein Trading-Card-Game. Nochmal Hände hoch, wer es kennt. Das sind ja auch einige, also wow. Nicht ganz so bekannt wie Koro anscheinend, nee. Aber genau, habe da Karten gekauft auf großen europäischen Events und die nach Amerika verkauft, weil die dort teurer waren als hier und das war quasi mein Startkapital und dann irgendwann bin ich da rein und wir hatten wenig Kapital und dann haben wir nochmal mit Pokémon relativ viel gemacht, das heißt, ich bin auch der Erste, der alle 100, ich glaube 49 Pokémon Goes hatte, ja, da haben wir uns immer PR-Kampagnen ausgedacht, weil wir wenig Kohle hatten. Das ist so ein bisschen der Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Hintergrund. Und wir haben tatsächlich auch, ich habe letztens nochmal geguckt, wir haben damals auch Freigeist Capital angeschrieben. Wir für die Karten? Nee, für die Company. Wir haben Funding gesucht. Ah, okay. Ja. Wir haben schon sehr lange her. Ja, aber wir haben Food damals nur aus DHL herausgemacht. Ah, okay. Ja. Das erklärt alles. Sonst hättet ihr natürlich... Ja. Keine Frage. Wir kennen ja solche Stars. Ich meine, nee. Ja, ihr seid jetzt eben eine der, wie man ja auch gerade von deiner Geschichte gehört hat und man auch sieht, wie viele Leute hier euch kennen, eines der wirklich schnell wachsendsten D2C-Unternehmen. Wenn du jetzt mal zurückblickst auch auf die letzten Jahre, was sind denn da so die Stellschrauben aus deiner Sicht gewesen, die genau dazu geführt haben? Also das ist immer so schwierig, Retrospektive zu sagen, weil ich meine, das ist ja so ein Konglomerat aus verschiedensten kleinen Mini-Entscheidungen, die dann kumuliert das Wachstum quasi ermöglicht haben. Aber ich glaube, was wichtig war für uns, ist immer einen starken Fokus aufs Produkt. Wir haben immer geguckt, sind wir konkurrenzfähig bei den Produktpreisen, weil wir eben auch teils Produkte haben, die über Preis verkauft werden, durch die großen Verpackungen, durch die Effizienz in der Lieferkette und den Preisvorteil, den wir an die Kunden weitergeben. Und gerade in dem Bereich war es ja wichtig, irgendwie auf effiziente Systeme zu setzen. Da war Costa bei uns auf jeden Fall der Mann, der
geschaut hat, dass von Bestellung, Bestelleingang bis Ware geht raus aus dem Lager, möglichst wenig passiert. Mhm. Ja, das ist ja auch einer der größten KPIs bei Amazon, Ware möglichst wenig anfassen. Und ja, da haben wir angefangen mit, ich glaube, unser erste ERP, da war ich noch gar nicht da. Dann hatten wir irgendwann Actindo, dann sind wir zu Xentral gewechselt und waren ganz erstaunt, dass man halt echt viel auch individualisieren konnte und machen konnte. Und also wie viel ich mich mit den Freifeldern damals beschäftigt habe, das hat schon echt Spaß gemacht. Also man fuchst sich dann rein und wird so richtig nerdig und so, das ist voll meins. Ja, also aus deiner Sicht schon ein Thema, was man eigentlich auch relativ früh angreifen kann, oder? Absolut, absolut. Und das muss ich auch sagen, das ist gar nicht so mein Verdienst. Ich habe von Anfang an die Lieferketten aufgebaut, das Marketing aufgebaut, Produkte vertikalisiert. Aber was Costa gemacht hat, ist geschaut, auch wenn wir nur 10 Bestellungen hatten, zu schauen, dass bei diesen 10 Bestellungen auch kein Overhead passiert. Dass da keiner noch Labels groß zurechtschneiden muss oder. Und da war auf jeden Fall eher der Mann von nullter Stunde, der geschaut hat, mit welchem System man sowas automatisieren kann. Ja, du hast im Prinzip jetzt schon die perfekte Überleitung zu Benedikt gebracht. Wir haben jetzt von Piron schon ein bisschen was davon gehört, zu dem Thema, dass der zentral zum Einsatz gekommen ist, auch bei Koro. Da hören wir gleich nochmal was zu dir, von dir dazu. Aber erzähl doch erstmal ganz kurz für diejenigen, wir können ja auch hier wieder die Probe machen, wer kennt zentral schon oder wer hat sogar schon im Einsatz? Kennen noch nicht so viele, da sieht man, da ist noch Ausbaubedarf. Dann erzähl doch mal ganz kurz, was genau macht zentral und vor allem, was ist euer USP? Nee, super gerne. Ich glaube, wir sind so die Kraft hinter dem E-Commerce-Business. Genau wie Piran gerade nett beschrieben hatte, wir versuchen eigentlich wirklich dieses Tagesgeschäft zu managen. All diese unangenehmen Jobs, die erledigt werden müssen, wo ich eigentlich kaum Kontakte haben möchte mit Produkten, mit Bewegung der physikalischen Welt, die stark zu minimieren. Also wir sind eigentlich das moderne Backend von einem E-Commerce-Business, um wirklich diesen Order-to-Cash, also bis zum Liefern, das voll zu automatisieren, was geht, um da wirklich eine hohe Performance herzubekommen, auch mit wenig Fehlern, um wirklich wieder Zeit zu haben in der Firma, um sich auf die Sachen zu konzentrieren, die man eigentlich machen möchte, Produkte sourcen, neue Sachen sich ausdenken und da Vollgas zu geben, warum auch eigentlich typischerweise als Founder startet, als Business zu machen. Ja. Ihr nennt euch ja intuitives ERP, das ist ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen das, was euch absetzt von anderen oder was, worauf ihr Wert legt. Ja, die Wurzel kommt daher, wir hatten ein eigenes Business, ein eigenes E-Commerce-Business und hatten eben damals selber gemerkt, wow, was wir gerade dauernd tun jeden Tag, das ist irgendwie wiederholend und das Gleiche. Das kann nicht sein, was wir hier heutzutage noch machen müssen, dass es eigentlich Computer oder Software machen muss, ein Großteil an Sachen, die sich wiederholen. Und hatten damals dann selber begonnen, eine eigene Software zu schreiben, um auch wirklich mit dem Wunsch ein bisschen um 11 Uhr fertig zu sein, um dann wieder die coolen Sachen machen zu können, die man machen möchte. Und das sieht man, sagen viele, die uns nutzen, dass die Software von Leuten entwickelt worden ist, die sie auch täglich verwendet haben. Und das ist, glaube ich, auch der Kern, der es ausmacht, weil einfach da wir im ich bin selber Informatiker und neige dazu, sehr faul zu sein. Und wenn ich das schaffe, irgendwie mit Software was zu automatisieren, dann mache ich das auch. Und das war eigentlich so der Hauptanspruch von uns. Einfach aus Eigenbedarf im Endeffekt. Tatsächlich. Natürlich sind wir heute investiert, aber damals haben wir bei der Höhle der Löwen in Ketten, also wirklich gefühlt jedes Jahr 4-5 neue Food-Startups gestartet. Und zwar ein Scheißthema. Wir hatten Vertrieb und nachher alles unter Kontrolle. Aber das blöde ERP. Und wir hatten alle, die es gab. SAP, Business One, I don't know. Ne? Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwie lösbar sein. Dann haben wir die halt gefunden, weil wir haben auch wirklich alle getestet. Normalerweise echt ein wirklich, wirklicher Schmerz. Und ich meine, seid ihr ja selber, ihr seid ja wirklich noch sehr kurz auf dem Markt, also enorm gewachsen in der Zeit. Wir sprechen ja genau darüber, vom Startup zum Scale-Up. Also ihr seid ja genau in diesem Rutsch schon durch. Würdest du selber auch nochmal sagen, das ERP ist ja ein Tool, es gibt ja noch ganz viele andere Tools und Technologien, muss man wirklich oder sollte man echt schon ganz früh in der Startup-Phase eigentlich die Technologien einsetzen? Ich glaube, da überall, wo es mittlerweile erlaubt. Also unser Wunsch war, ich war immer neidisch drauf, dass große Firmen mit viel Geld viel Software automatisieren können. Und das war auch ein Antrieb, warum wir für uns damals gesagt haben, wir möchten auch mal so eine geile Software haben, obwohl wir nicht so viel Geld haben. Und ich denke, es gibt mittlerweile viele Stellen, wo ich wirklich Software smart nutzen kann. Und das muss man auch unbedingt machen, weil es hat seinen Grund, weil ich einfach Performance rausbekomme. Und wie Piran sagte, am Schluss sind es die vielen kleinen Sachen, die man gemacht hatte, um eine geile Customer Journey zu haben am Schluss. Und am Schluss sind die Tools, die wieder helfen, genau dort Speed drauf zu bekommen und Beschleunigung drauf zu bekommen, damit es einfach für den Kunden besser anfühlt. Also ich würde so früh wie möglich jetzt nicht overengineeren, muss man mit der Balance finden, aber mit kleinen smarten Tools einfach die Journey erhöhen, macht wirklich viel aus.
Und was würdest du sagen, so in welcher Phase kommen die Unternehmen dann im Schnitt so auf euch zu? Also wo befinden die sich dann? Wir sind im SMB-Bereich, das ist so ein bisschen vielfältig tatsächlich. Je nachdem, wie hat man dann einen Koster dabei, der irgendwie genau auf Prozesse steht und sagt, das will ich gleich von Anfang super intensiv machen. Wie weit bin ich da? Ich muss schon einen gewissen Produkt-Market-Fit haben, weil auch wenn ich den noch nicht habe und ich teste noch verschiedene Produkte, wo bin ich, soll ich lieber ein bisschen mehr Experimentiermodus herumlaufen? Und dann ist immer die Frage, wo ist es bei wem? Ist es dann irgendwo bei 500.000 Euro beginnt oder bin ich schon zu spät? Bin ich schon im Millionenbereich vom Umsatz? Also man sollte, glaube ich, vor der 500.000 Euro Jahresumsatz auf jeden Fall schon die wichtigsten Tools alle installiert haben, um dann in die Skalierung reingehen zu können überhaupt. Ja. Lass uns doch gleich mit Frank, mit dir weitermachen, weil ihr ja eben auch nah beieinander seid, jetzt nicht nur physisch, sondern eben auch businessseitig. Aus Investorensicht gesehen ist viele Unternehmen schaffen es, ja, vom Startup zum Scale-Up, aber viele schaffen es auch nicht. Mehr nicht. Was würdest du denn sagen, wem gelingt es denn? Also was hat der denn, was machen die anders? Also ich will erst mal sagen, genau, den meisten gelingt es nicht. Und ich freue mich, dass auch so eine OMR hier unfassbar erfolgreich ist. Und ich freue mich immer in die Höhle der Löwen und so. Aber am Ende des Tages muss man sehen, dass die allermeisten Startups einfach failen. Die failen einfach. Und deswegen ist es ein super, super harter Weg. Und das Einzige, wie man wirklich ein erfolgreiches Startup bauen kann, ist, indem man scheiße hart arbeitet. Und da kannst du so viel Sweet Talk und Coolness und so weiter machen, wie du willst. Und wenn ihr Bock hattet und dafür gebrannt habt, quasi die Nuss vom Baum oder sonst was, ohne möglichst wenig Handgriff, in höchsten Qualität, einfach irgendwie zum Kunden hat und ihr habt dafür gelebt und gearbeitet, dann hat das ein Ergebnis. Oder wie du halt, wie wir dich kennengelernt haben, Bene und Claudia brennen halt für diese Software und deswegen ist sie so gut. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wie hart das ist. Und was ich aber auch glaube ist, wenn ihr euren Product-Market-Fit habt irgendwann und wann der da ist, ist immer eine schwierige Frage. Aber dann ist es heute enorm wichtig, dass man direkt die richtigen Tools einsetzt. So ein Xentral ist ein Beispiel. Aber es gibt ja ganz viele andere gute Software-Tools, die auch glücklicherweise alle als Software-Service sind. Also wo man halt 50 Euro im Monat oder was auch immer zahlt. Das ist ein Riesenunterschied nachher, weil sonst kannst du nicht skalieren. Und ihr werdet ja natürlich nicht nur Xentral, sondern auch ganz viele andere Tools im Einsatz haben. Das ist extrem wichtig, sobald man Product-Market-Fit hat. Aber weil ihr alle so begeistert hier seid und ich auch diese Stimmung spüre, super, und baut doch alle Startups, ja. Aber es ist scheiße viel Arbeit und es ist super hart. Und Bene stand vor der Verzweiflung, ich stand wahrscheinlich 100 Mal vor der Verzweiflung, ich stand vor der privaten Insolvenz. Und dafür müsst ihr halt bereit sein. Ihr müsst bereit sein, zu sagen, da durchzugehen. Und das ist, glaube ich, das, was nachher dieses Scale-Up bringt, wenn man halt bereit ist, auch durch die harten Phasen zu laufen, weil ansonsten wird es einfach nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das bei euch Smooth Ride war, aber das ist zumindest meine Erfahrung. Nee, war es nicht. Okay. Also, und was hast du denn aus Investorensicht, also als Investor selber gelernt? Also das ist ja auch eine Phase, wo man sagt, woher weißt du heute, investiere ich in das richtige Unternehmen oder nicht? Ja, wir haben so einen unfairen Vorteil. Wir investieren unser eigenes Geld und wir sind gar nicht unbedingt darauf fokussiert, jetzt total hohe Returns zu generieren, was wir tun. Aber wir investieren aus Passion heraus und deswegen ist bei uns jetzt nicht so das Allerwichtigste, werden die auf jeden Fall erfolgreich, sondern das Allerwichtigste für uns sind das wirklich starke Gründer und glauben wir, das ist einfach eine gute Lösung. Und zum Beispiel Xentral ist ja eigentlich auch gar nicht das, in das wir investieren. Wir sind ja kein Software-as-a-Service-Kerninvestor, da gibt es bessere als uns. Aber wir haben sie getroffen, ihr habt ja gar nicht nach Geld gesucht. Und wir haben einfach aus dem Pain heraus gesehen, dass es die beste Lösung ist. Und deswegen machen wir nicht quasi, sondern wir investieren einfach aus Passion heraus. Und wenn man jetzt umgekehrt nochmal sieht, jetzt, du hast jetzt deine Sicht gesehen, wir haben jetzt unterschiedliche Unternehmen, zu Molly kommen wir auch gleich nochmal separat, wann ist denn aus Unternehmenssicht der richtige Zeitpunkt, auch einen Investor reinzuholen? Weil in der Vorbereitung habe ich gelesen, also Molly zum Beispiel hat 15 Jahre ganz ohne Investor gearbeitet. Ihr habt sofort damit angefangen, ihr ein bisschen später ja auch erst. Nee, sorry. Also der Bene hat erstmal überhaupt ein Platinenunternehmen aufgebaut, dann hat er diese Software aufgebaut, also ihr wart ja relativ spät mit dem Investment. Ne? Es war jetzt nicht der klassische, was man ja heutzutage oft sieht, was ja auch total fein ist, weil sich die Industrie weiterentwickelt hat. Wir kriegen Pitch-Decks mit irgendwelchen drei Figma-Screens und sagen, wir wollen B2B-Payments oder whatever machen oder das nächste super smarte WhatsApp. Also das ist ja, also nein, ihr wart ja relativ spät eigentlich. Ihr habt das ja, und ihr wart vielleicht auch sozusagen zu spät, muss man so weit laufen wie Xentral. Ich glaube,
ihr müsst ein Produkt haben, einen Prototypen haben und eben schon dem Investor zeigen, dass ihr es ernst meint, weil dass ihr wirklich auch gesagt habt, so weit, wie ich mit meinem eigenen Geld, mit meiner eigenen Zeit gehen konnte. Und ich habe wirklich alles Geld, was ich von meinen Eltern bekommen konnte, von meiner Schwester, von meinen Freunden genommen. Und meine Kreditkarte ist maximal aus. Und so weit habe ich es jetzt gebracht, lieber Investor. Und so stark stehe ich dahinter. Dann ist, glaube ich, der richtige Punkt. Für uns, aber das ist unser Investment-Style. Wir lieben Entrepreneurs. Und wir sagen auch nicht, dass Entrepreneurship cool oder smooth oder so ist. Aber das ist unser Style. Also zwei passionierte Unternehmer haben wir hier auf jeden Fall schon sitzen. Jetzt möchte ich aber gerne auch Annette noch mit in die Runde aufnehmen. Sehr gerne. Annette ist schon mittendrin. Genau. Du hast ja quasi als Teil von Unternehmen, die den Weg vom Startup zum Scale-Up gemacht haben, das miterlebt. Ja. Nicht nur jetzt bei Molly, sondern auch schon zuvor. Erzähl uns doch einmal noch mal kurz für diejenigen, die jetzt Molly noch nicht kennen, was macht Molly und was ist euer USP? Was ist das Besondere an Molly? Ich würde an der Stelle genau den gleichen Check machen. Test Molly. Wer kennt Molly? Ja, Room for Opportunity. Sehr gut, danke schön. Genau, also du hast ja vorhin schon gesagt, Zahlungsdienstleister seit 2019 im deutschen Markt, aber das, was ganz spannend ist, und das geht wieder auf diesen Punkt und diese, ich nenne es jetzt mal wirklich positiv formuliert, schmerzhafte Reise, ja. Molly gibt es ja, wir haben 18. Geburtstag, ja. Wahnsinn, so, und wir sind trotzdem als Unternehmen quasi in so einer Scale-Up-Phase. Aber was macht Molly am Ende? Wir machen Payments einfach. Wir sind ein weiteres Tool, eine weitere Lösung, um gerade auch kleine und mittlere wachsende Unternehmen zu begleiten. Unter anderem haben wir jetzt gerade in Deutschland und Europa 140.000 Kunden, denen wir einfach helfen, in ihrem Online-Shop die Zahlung abzuwickeln. Das machen wir einfach mit einfachen technischen Integrationslösungen, mit schnellem Onboarding und am Ende des Tages sozusagen allen lokal relevanten Bezahlmethoden, damit sich genau diese stark wachsenden Unternehmen um ihre Kernkompetenz kümmern können und dürfen und sollten. Ich glaube, das ist genau das Wichtige. Und wir machen Payments. Und ich glaube, das, was ich spannend fand und was mich auch zu Molly gebracht hat, ist, dass Adrian Moll, daher kommt auch Molly, Adrian Moll, tatsächlich vor 18 Jahren irgendwie gedacht hat, so, hört sich immer so groß gegriffen an, ja, wir demokratisieren Finanzdienstleistungen, aber einer hat gesagt, jeder hat das Recht zu wachsen und halt nicht nur die Großen, ja, nicht nur die das Geld haben und damit sozusagen eine Lösung zu schaffen, wo auch Kleine, und so ist es tatsächlich auch, also du kannst als Startup mit Molly sofort zusammenarbeiten und musst halt nicht irgendwie vorher schon 20.000 Euro investieren, sondern du nutzt uns, du bindest uns ein und am Ende zahlst du sozusagen, ja, wenn Transaktionen passieren. Ne? Wir wachsen mit den Unternehmen. So, und das hat mich auch total zu Molly gebracht am Ende des Tages. Ja. Genau diese Vision dahinter. Ja, das ist dann also auch aus deiner Sicht genau dieser Punkt für diesen Wachstum braucht es genau dieses System drumherum. Was angesprochen wurde, ja. Ich habe jetzt noch nie von null, also Tag 0 bis 1 oder 2 mitgemacht. Mhm. Ich bin tatsächlich das vierte Mal in so Tag 2, 3. Wir haben den ersten Footprint. Und das Spannende ist, Frank, du beschreibst, ne, dass sozusagen diese ersten Jahre die anstrengenden sind. Ich finde die Scale-Up-Phase, ich mache es jetzt zum vierten Mal. Und jedes Mal, wenn ich bei Start wieder anfange, für mich denke ich auch, wow, ja, das ist auch nochmal anstrengend. Anders anstrengend. Du, absolut, genau. Ich glaube auch, in dieser Scale-Up-Phase hast du danach dann andere Anforderungen. Ne? Du musst halt genau, und du musst halt auch damit Passion sein. Genau. Und dass jede, solange du stark wächst und solange du dich selber challenged, genau das, so lang bleibst Passion. Und wenn du es nicht mehr tust, dann wirst du zum Corporate, hast irgendein mega geiles Ding wie Fotopapier damals oder keine Ahnung was, was immer weiter Geld druckt, aber was halt keine Passion mehr braucht. Ja, genau. Was ich super spannend finde, das höre ich jetzt auch immer wieder häufiger, gerade die Leute, die halt das Unternehmen zum Anfang aufbauen, also im Startup sind, wenn man dann in diese Scale-Up-Phase kommt, die vergleichen das dann mit Corporate. Oh, wir werden Corporate, weil jetzt fangen wir an, Tools einzuführen. Wir fangen Prozesse an einzuführen. Ja? Wir holen andere Leute, andere Skillset ein. Wir werden Corporate, wo ich immer sage, Corporate habt ihr noch nicht erlebt. Wir sind da noch lange sozusagen nicht angekommen. Ja? So, also, ja. Genau. Und was wir jetzt aber bei den ganzen Technologien haben, ihr seid jetzt ein Anbieter, ja, das ist Molly, das ist zentral, das Thema, wie finde ich eigentlich den richtigen? Also kann ich aus eigener Erfahrung auch als Händler sagen, ist ja total schwierig, ist wahrscheinlich euch auch so gegangen, wen nimmt man eigentlich, wie kriegt man das raus? Und wirklich, Antwort ist, hängt davon ab. Hängt ja. Davon ab. Ich glaube, wo befindest du dich am Ende des Tages? Ja, ich glaube, am Ende der Startup-Phase auch schon Excel als ein HR-Tool gesehen, das hat funktioniert, aber es ist nicht skalierbar. Ja, ja? So. Ich glaube, wenigstens Google Docs.
Dogs. Reden wir nicht drüber. Aber ich glaube sozusagen auch aus einer Payment- oder Zahlungsdienstleisterperspektive ist am Ende des Tages es wirklich, also was ist wichtig, genau was ich erzählt habe, ist, das muss eine einfache Integration sein, das muss smooth funktionieren, ja, das muss painless und somit sozusagen auch stressless sein, ja, weil gerade Payment, man sagt immer, es ist ja nicht nur rational, es ist höchst emotional, da darf halt nichts schief gehen am Ende des Tages. Keine Login, das macht Molly auch nicht, keine Login-Verträge, du wirst nicht geknebelt, ja, das ist einfach so, wir machen keine Verträge mit den Händlern, das heißt, ja, solange du nimmst das, was du brauchst. Du nimmst das, was du brauchst, genau. Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch transparente Kosten, keine versteckten Gebühren. Am Ende des Tages böse Überraschung, das brauchst du alles als Startup, nicht? Du willst sozusagen damit sozusagen, du hast andere Sorgen. Genau, und dann ist, glaube ich, kommt es immer noch ein bisschen darauf an, es kann immer mal was schiefgehen, also kriegst du die Serviceleistungen, die du brauchst, ja, Support und so weiter und so fort. Und das ist auch sehr, sehr häufig so, dass sich große Unternehmen, da kriegst du dann sogar einen direkten Ansprechpartner, aber sobald du dann sozusagen den Umsatz sozusagen noch nicht umsatzrelevant bist, ja, hier ist deine Hilfeseite so ungefähr. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch sozusagen etwas, wo ich glaube, sagen so in diesem Demokratisierungsansatz. Das ganze Vereinfachen. Wie war das bei euch, Piran? Also generell Software auswählen ist eine der wichtigsten Kompetenzen, glaube ich, die man in dieser Skalierungsphase haben muss. Auf der einen Seite braucht man diesen High-Level-Austausch, dass man sich mit anderen Gründern unterhält oder Branchenkennern, die vielleicht in der ähnlichen Branche aktiv sind oder in der Branche, wo die Strukturen ähnlich sind, kann auch eine komplett andere sein. Da muss man sich mit denen intensiv austauschen und dann aber auch gucken, wo differenziert sich mein Geschäftsmodell von den anderen Companies. Und da liegt manchmal die Krux drin, weil was für einen anderen, der fast das Gleiche macht, gut sein kann, kann für uns wiederum scheiße sein. Und bei uns war immer ein Thema, zum Beispiel MHD, Rückverfolgbarkeit, ist halt wichtig bei Food Companies, damit man, wenn man IFS Broker zertifiziert ist, auch sichere Produkte in den Handel liefern kann und dann weiß, welche Produkte ich zurückrufen muss, wenn es einen Rückruf gibt und Co. Und das bieten einige ERPs an, andere nicht. Damals hatten wir ja gesprochen, ihr habt das dann irgendwie eingebaut. Ich glaube, ihr hattet das, glaube ich, schon drin. Oder wir haben das gemeinsam, glaube ich, damals auf den Weg gebracht. Und so ist es auch mit Zahlungsdienstleistern. Wir haben mit einem großen Corporate gearbeitet, möchte den Namen jetzt nicht sagen, vor Molly. Und haben dann gemerkt, es ist gar nicht so einfach, da irgendwie neue Zahlarten hinzuzufügen. Da muss ich jetzt irgendwie jemanden anrufen, der meldet sich nicht, weil der im Urlaub ist. Urlaubsvertretung hat gekündigt und. Ihr wart dann einfach irrelevant. Ja, ist so. Fällt einfach durchs Raster durch dann. Ja. Genau. Und dann guckt man sich halt einfach um und tauscht sich aus. Und das hat halt einfach ganz gut gepasst. Die Plattform war gut. Man konnte so, manchmal sind so kleine technische Kniffe, die gar nicht vielleicht in der Programmierung so aufwendig sind, Gold wert, wie zum Beispiel Exporte ziehen. Und dann kann man auf der Basis wieder was zusammenschustern, Datev-Export und sowas. Das hatte Molly alles. Und dann haben wir gesagt, gut, das passt irgendwie ganz gut. Es gibt inzwischen ja auch so Plattformen wie OMR Reviews. Ja. Wobei der ganze Bereich B2B-Reviews ist halt nicht ganz einfach, ne? Also weil die Anzahl der Kunden ist deutlich reduzierter als bei einem Amazon-Produkt beispielsweise und viel, also sozusagen der Company, so die reviewed wird, der ist eine Review auch extrem viel wert. Das heißt, da wird auch viel gemacht. Da eine richtige Transparenz reinzukriegen und so weiter, ist jetzt die Mammutaufgabe hier von der OMR. Das überlasse ich denen mal, aber also was ich jedem Gründer empfehlen würde, testet die Software durch, tauscht euch breit aus, guckt euch nach Empfehlungen um, aber macht nicht einfach alles nach, sondern guckt euch einfach an. Eine Empfehlung von mir, das ist jetzt ein komplett anderes Tool, das nutzen wir für Influencer-Marketing, wer von euch quasi Produkte verkauft oder so, Streak, einfache Chrome-Extension, super easy, ist integriert in Streak. Ich bin auch nicht investiert in der Company, ich kenne die gar nicht. aber da kannst du so Pipelines machen und du musst Gmail nicht verlassen. Das heißt, du hast eine extremen Effizienz-Uplift. Sorry, was, um Influencer zu finden oder was? Um generell eigentlich abstrahiert Leute zu kontaktieren, egal welche Art von Leuten. Wir nutzen das prinzipiell für Influencer-Marketing, weil man da dann automatisch sehen kann, wann ist die letzte Mail reingekommen, von wem ist die letzte Mail reingekommen und du kannst da alles eigentlich auch... Man sieht, wer sie angeguckt hat. Richtig, sowas kann man auch sehen und so weiter und so fort. Also das hat unser Leben so ein bisschen vereinfacht und da einfach viel durchtesten. Also sowas mache ich gerne immer in Autofahrten oder Zugfahrten, wenn man ein bisschen mehr Zeit ist. Oder fährst fully self-driving? Die Software-Tools, also ich habe tatsächlich kein Auto. Ach so. Aber hätte ich eins, wäre es natürlich ein Tesla. Ja, okay. Frank, wie macht ihr das denn, wenn ihr beratet Unternehmen ja dann auch weiter in dem Ding oder steht ihnen zur Seite oder kommen die genau auf, mit diesen Themen auf euch zu? Also so Hilfe, welche Technologie soll ich denn jetzt da nehmen und welche ist denn da die beste? Ja, aber nur mit dem eigenen. Ne? Also wir haben kein Beratungsgeschäft oder irgendwas, sondern wir haben Portfolio Unternehmen. Und mit denen arbeiten wir an der Strategie, an der Softwareentwicklung. Ich meine, wir arbeiten ja auch zusammen. Das ist von HR
genau, über Design, also nimmt man da Figma oder nicht, wie stellt man Designer ein, hin zu Sales, wie macht man das? Also wir bieten diese ganze Plattform als Freigeist und da haben wir natürlich dann auch immer bevorzugte Tools, ja. Und genau, aber wenn dann irgendeiner sagt, er mag das aus dem und dem Grund nicht, dann kann das auch ändern, aber das bieten wir für unser Portfoliounternehmen. Aber mir ist auch keine Beratung, vielleicht gibt es das eine Beratung bekannt, die das wirklich gut macht und auch wirklich unabhängig. Ja, klar, gibt natürlich Agenturen, aber im Endeffekt ist jeder immer so, glaube ich, ein bisschen befangen. Deswegen ist das ein großes Thema mit den Vielleicht kurzer Zusatz noch. Also ich habe noch nie eine Software erlebt oder bis jetzt ausprobiert, die perfekt ist. Ja. Es gibt immer irgendwas, was einen stört, was nicht perfekt ist. Und es ist immer ein Trade-off. Ja. Also das ist immer ganz wichtig, weil da kann man gerade in der Anfangsphase, wenn man diesen Software-Vergleich für verschiedene Tools noch nicht gemacht hat, immer schnell frustriert sein, weil man denkt, warum gibt es denn nicht genau das und so weiter. Gibt es halt nicht. Es gibt halt tausende Anforderungen und die sind halt alle unterschiedlich, die Software. Man muss halt die beste finden, die für einen passt. Die wird nicht 100% passen, aber vielleicht 90 oder 95 und damit muss man sich zufrieden geben. Ja, würde ich auch noch kurz ergänzen, tatsächlich, glaube ich, super wichtig, vor allem auch, dass man sich dann auch, wenn man sich wohlfühlt und gut fühlt eigentlich, auf den Prozess drauf einlässt, den die Software macht. Und da kommt der Speed dann auch draus, weil da gibt es einen Grund, warum das auch so richtig ist, indem man probiert. Und absolut, absolut. Das ist auch ein großer Bias. Da gibt es ja diesen großen Fall mit Lidl, die dann irgendwie ihre Software also ihr ERP da neu entwickeln lassen wollten. Und die sind ja auch voll auf die Schnauze gefallen damit. Und also im Endeffekt hast du es schon gesagt, manchmal sind die Prozesse, die eine Software vorgibt, doch besser als die eigenen Prozesse. Und dann mal umzudenken, intern den Change voranzutreiben, anstatt die Software zu ändern, das hilft auf jeden Fall enorm. Ist ein bisschen Pain, die Mitarbeiter sind dann immer ein bisschen unzufrieden, so die ersten Wochen, aber es legt sich auch. Ja, und ich kann mir vorstellen, es ist ja im Endeffekt auch so, dass über die Zeit verändern sich die Anforderungen. Oder am Anfang weiß man noch gar nicht so genau, was sind eigentlich die Anforderungen. Also so ging es über meiner Händlerzeit auch. Man meint, man hätte einen tollen Anforderungskatalog geschrieben und dann ist man im Einsatz mit dem Tool und denkt sich, oh nee, wir haben noch ganz andere Anforderungen. Das ist ja dann auch wo man den Schritt, den man dann weitergehen muss, vermutlich. Ne? Benedikt, wie ist das bei euch? So, wenn die Unternehmen dann, also kommen die auch bei euch an die Grenzen, dass wenn die dann wachsen, dass die sagen, jetzt habt ihr irgendwie die Funktionalitäten gar nicht mehr? Oder gibt es da Erfahrungswerte? Nee, auf jeden Fall. Also wir denken ja mittlerweile in drei Growth-Stufen eigentlich, die man durchlebt als Startup, als Firma. Und es gibt eigentlich so in jeder wichtigen Kategorie irgendwie Lager, Buchhaltung, Einkauf, einfach verschiedene Sachen, die ich brauche und die typischerweise auch viele in der Stelle nutzen. Und ich dann, abhängig von meinem Businessmodell, ist die Frage, muss ich einen Fokus auf Einkauf legen oder ist wichtig, wie die Lageralgorithmen sind, wo muss ich eigentlich gerade auch vielleicht fortgeschrittener sein und kann dann schon so eine Growth-Stufe 3 auch schon gehen, weil es wirklich notwendig ist mit dem dabei her. Und muss dann zu mir passen. Und es gibt dann schon einen Sweet-Spot, den wir haben, auch als Software haben. Also unser Sweet-Spot ist typischerweise, wo ich sagte, Product-Market-Fit sollte schon da sein. Klar ist besser, wenn man früher beginnt, aber man sollte auch das Produkt finden, damit man nachher erfolgreich werden kann und nicht in der Stufe hängen bleibt mit dem dabei her und dann so von 500.000 Euro bis 30 Millionen Euro Umsatz, wo man wirklich problemlos wachsen können sollte. Und das macht man auch nicht ehrlicherweise in einem Jahr. Also man braucht auch seine Zeit, da durchzukommen dann daher und dann muss man auch wieder dann sich öffnen für andere Tools, Schnittstellen, was kann ich anbinden, wo ist jetzt wirklich mein Fokus, muss ich Einkauf speziell machen, muss ich Pick und Pack speziell machen, kommt jetzt irgendwie dann in der Steuer nochmal was Spezielles dazu, um dort einfach die zu öffnen, mich einfach dann da und einfach andere Systeme anzudocken, um dort das zu erkennen. Aber eben die Frage ist, wo ist gerade der Regler? Ist es gerade im Einkauf, im Logistik, also Vertrieb? Wo sind die Themen, weil die nicht normalerweise an allen 5 Stellen Feuerwehr brennen, sondern meistens ist irgendwo eine Stelle der Engpass. Ja, wir haben ja am Anfang schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so gibt es so das Geheimrezept eigentlich, wie man vom Startup zum Scale-Up wird. Annette, aus deiner Erfahrung bei Unternehmen, die es geworden sind, gibt es ein Geheimrezept? Oder wenn ja, was sind die Milestones, die du kennst oder die du sagen würdest, der erfolgreich Also gibt es jetzt dieses eine Rezept, ne? Diese eine Secret Sauce? Nein, die gibt es nicht. Also jedenfalls nicht. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Du hast recht. Ja, doch. Ja, nee, am Ende ist es genau das und ich habe es davon auch beschrieben. Bei all den Unternehmen, bei denen ich jetzt gearbeitet habe, wo ich diese Scale-Up-Phase mitbegleitet habe, das ist wirklich harte Arbeit. Harte Arbeit, ich glaube, Ausdauer, diese Kombination aus harter Arbeit und dieser Resilience, diese Ausdauer. Ich glaube, was ich gesehen habe und auch extrem wichtig ist, halt auch diesen Mut, ne? Ich weiß, das ist nämlich ganz die deutsche Kultur, aber dieses Ausprobieren, Fehler machen, aus diesen Fehlern lernen, extrem wichtig von dem, was ich beobachtet habe.
und hier und da mit so einem Schmunzeln, Benedikt, nein. Aber es gibt halt auch in dieser Scale-Up-Phase manchmal den Punkt, was ich auch schon erlebt habe, wo, glaube ich, das Unternehmen den Founder, das, wie sagt man das deutsche Wort aus, wo das Unternehmen das outgrown, wollte ich sagen. Das Unternehmen ist schneller gewachsen als der Gründer in seiner... Genau. Dass er dann an einem bestimmten Punkt dann auch sozusagen... Der Gründer, step out of the way. Ja? Du kannst sozusagen und dann die Expertise wieder reinzubringen, die es dann benötigt, um das Unternehmen weiter zum Wachsen zu bringen. Das sind so ein paar Sachen, die ich in dieser Journey gesehen habe. Das ist übrigens das, was wir mit unseren Gründern immer sehr hart diskutieren und sagen, sollte es zu diesem Punkt kommen, ist natürlich eine hochtheoretische Diskussion, aber bist du bereit dazu? Also wir versuchen natürlich ein Gefühl dafür zu bekommen, will der Gründer ernsthaft mit uns auf diese Rakete gehen? Ja? Und genau, das ist ganz wichtig. Und da kann es auch sein, dass ein Gründer einfach auf einmal CTO wird oder keine Ahnung was. Und das ist bei AirUp und bei Lilium, bei ganz vielen anderen großartigen Unternehmen, die sind so großartig, weil einige der Gründer so großartig zur Seite getreten sind. Die haben immer noch ihre Anteile und die sind immer noch eng befreundet. Aber es gab halt eben nachher irgendjemand anders in der Situation. Das ist extrem wichtig. Extrem wichtig. Ich glaube, es ist genauso wichtig, dass man sozusagen diese Wurzeln nicht vergisst. Und diese Gründer und diese Founder-Story, das merke ich halt auch. Gerade wenn es in der Scale-Up-Phase mal so ein bisschen shaky werden kann, das haben wir ja immer, diese ganzen Wurzeln zu, warum ist das gegründet worden? Ne? Diese Founder-Story, diesen Gründer und dieses Warum und warum existiert der Nordstern, genau, danke dafür. Den wirklich aufrecht zu halten und reinzubringen, das ist unwahrscheinlich wichtig, weil das einfach der Glue ist, dieser Kleber für ein Unternehmen, gerade in diesen Rollercoaster, nenne ich es auch immer, Phasen. Ja, Benedikt, magst du mal anschließen? Aus deiner Sicht, Geheimrezept. Wir wollen hier ein bisschen auch was mitgeben, dass die Leute dann sagen, okay, jetzt habe ich mir Notizen gemacht und danach schaffe ich das alles. Also ich glaube, eins ist wirklich immer die simple und die einfache Lösung bevorzugen. Mhm. Also wenn man ein Problem hat, wirklich sagen, was ist das Kernproblem, das Einfache, und dann gar nicht jetzt riesen Wissenschaften draus machen, sondern genau das angehen und ziemlich brutal und schnell auch angehen, auch wenn es manchmal schmerzt, weil man irgendwas umändern muss in der Firma oder weil es doch vielleicht irgendwie auch mal bei den ersten 100 Kunden kracht, was auch immer, das haben wir alle mit dabei gemacht gehabt. Ich glaube, das ist wichtig. Emotionen, glaube ich, abschalten, man darf nichts persönlich nehmen, also man muss auch dann wirklich manchmal Helm auf und raus, einfach die Sache machen, damit es schnell geht, vorangeht mit dem dabei her und auch wirklich weiterhin offen bleiben, dass man Chancen sieht und dann auch wirklich neue Sachen probiert, weil ich glaube, auch euer Erfolg kommt ganz stark, weil ihr offen seid und Sachen probiert hattet. Da war auch mal was dabei, was vielleicht nicht so war, aber durch diese Offenheit hat man die neuen Produkte gefunden, hat man die neuen Absatzkanäle gefunden, die neuen Marketingkanäle, um das einfach zu machen, dann daher auch wieder einfach da schnell mit reinzuspringen. Ja, da haben wir auch eine Policy bei uns. Also immer, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, sei es im Produktmanagement, ob wir jetzt ein Produkt aufnehmen oder nicht, hat für uns immer das Machen mehr Wert als das Nichtmachen. Weil wir dadurch dann, also in der Regel gibt es keine, der ROI ist dann vielleicht nicht eins, aber trotzdem verliert man nicht massiv Geld, aber man gewinnt eine Information, entsprechend wird man besser für die Zukunft. Und wo ich immer ein bisschen Schiss davor habe, ist, wenn man bestimmte Dinge nicht tut und da einfach Riesenpotenzial dahinter ist, wo man dann wachsen kann, hätten wir nicht den ersten YouTubern damals 2015 irgendwelche Pakete rausgeschickt, die dann damit Videos gemacht hätten, wären wir niemals gewachsen. Also das war ein kompletter... ein Hirngespinst von uns, das zu machen, aber das hat gut funktioniert. Da gibt es ein Buch vom Maimüsli-Gründer, das heißt Machen, Machen, Machen. Das finde ich auch ganz gut. Genau, darum geht es eigentlich. Aber ich bin da bei dir, Piran. Was ich immer für mich geistig habe, ich habe immer so einen Meterstab vor mir. Und ein Meterstab, also einen Meter sozusagen, daher geistig. Ja. Und überlege mir, ist das Risiko gerade eigentlich gerade 5 cm oder sind es 95 cm, die ich gerade irgendwie totrede, weiß, in die Hose gehen könnte oder irgendwas. Und ehrlicherweise ist es meistens immer so, dass es wesentlich kleiner ist als die Hälfte des Risikos. Und dann kann man sagen, go, dann gibt es keinen Grund dafür, jetzt wieder wegen dem einen, deutsch-konservativ, nee, könnte gefährlich sein, irgendwie das 5 cm Ding jetzt irgendwie die Oberstufe ja, geben lassen. Ich habe auch letztens drüber was gelesen, so asymmetrische Wahrscheinlichkeiten, dass du irgendwie so 5% Failure Rate und irgendwie 95% hast du unlimitiertes Upside und so, es gibt ja auch diese Frage, würdest du lieber so Münze werfen, entweder du nimmst 1 Million safe oder wenn du halt Zahl triffst, kriegst du 100 Millionen. Alle sagen, ich nehme die eine. Ist ja okay, also, aber ist halt irgendwie rein rational, macht das keinen Sinn. Ganz genau, das meine ich. Ganz schönes Beispiel eigentlich. Kann man sich, glaube ich, gut mitnehmen, so mal diese Vorstellung, weil die meisten dann wahrscheinlich eher in dem kleinen Bereich bleiben. Ne? Und muss man auch, wenn man vor so Entscheidungen sind, wieder manchmal wirklich einen Schritt zurück überlegen, fuck, ist das gerade wirklich so kritisch oder können wir es nicht wagen oder ist es wirklich also... Ja. Ich glaube, was bei uns recht wichtig war, also die Transition zum Scale-Up, wir haben am Anfang, hatten wir immer so eine Anleitungsdenke. Also wir haben eine neue Abteilung selbst strukturiert, selbst aufgebaut, operativ,
dann quasi eine Anleitung geschrieben, was man da machen muss und dann unerfahrene Mitarbeiter eingestellt und denen das gegeben. Das war positiv in alle Richtungen, man konnte neue Leute einarbeiten, die haben was Neues gelernt und so weiter und so fort. Und das hat auch bis zu einer gewissen Phase irgendwie funktioniert. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo ich mir überlegen muss, welche Entscheidung möchte ich noch treffen, welche macht Sinn, dass ich sie treffe. Also Pick Your Battles ist so absolut auf der Tagesordnung und sozusagen bei mir ist eher die Frage, wie schnell kann ich Dinge eigentlich wegdelegieren, ohne dass sie schlechter werden. Ich verstehe die Idee, zu sagen, die Abteilungen bauen wir selber auf, dann schreiben wir da eine Anleitung und dann legen wir Leute mit Passion, die nicht erfahren sind, da rein. Finde ich cool. Heutzutage würde ich so ein bisschen was hinzufügen und sagen, wenn ihr erfahrene Talente bekommen könnt und die auch dann auf eurer Cap-Table stattfinden, würde ich das immer tun. Weil ich glaube, einer der wichtigsten Punkte für unsere Unternehmen zu wachsen ist wirklich, ja, Rockstars ist so ein blöder Begriff, aber wirklich herausragende Köpfe zu gewinnen, die einfach schon mal Logistik aufgebaut haben, die einfach schon mal das gemacht haben. Da war ich früher auch so, wow, will der jetzt wirklich 5% und wenn es gut läuft, irgendwie 500.000 Euro im Jahr verdienen? Ja, scheiß drauf. Wenn er das wirklich oder sie kann, dann ist das extrem wertvoll. Das ist so unser Learning, wenn man wirklich große Unternehmen aufbauen will. Egal wie, bringt echt die herausragenden Köpfe an Bord. Genau, und am Ende ist es die Balance zwischen beiden. Ich glaube, das ist definitiv ein Rezept, wo du sagst, so, ne, was du beschreibst, fangen am Ende sozusagen eine Skillset reinzubringen, was dem Unternehmen hilft, ne, sozusagen durch die nächste Wachstumsphase, weil da einfach Skillset ist und Expertise, ja, die helfen kann. Und parallel zu sagen, ich habe da Leute, die sozusagen aus dem Unternehmen heraus einfach Vollgas geben wollen. Und diese Mischung ist genau das, was es braucht. Ist ja auch dein Thema, ne? So ein bisschen dieses, auch sich damit zu beschäftigen, mit dieser People Culture, das ist ja auch ein großer Teil vom Wachstum. Ist ja nicht nur die Technologie, die man hat, sondern das ganze Team, das eben führt. Nochmal, ich glaube, deswegen habe ich es vorhin auch mit diesem Purpose und diesem angesprochen. Am Ende, glaube ich, habe ich auch immer wieder miterlebt, also am Anfang eines Unternehmens oder Unternehmensgründung, das ist so ein ganz kleines Team, ist ganz intim, jeder kennt sich am Ende des Tages, jeder kennt den Namen, ne? Jeder hat irgendwie 5 verschiedene Rollen, Helme auf und let's do this, und dann fängst du irgendwann, gehst du wirklich in diese Scale-Up-Phase und sagen wir mal, das Team rückt immer mehr weg vom Founder, ja, und wie schaffst du es sozusagen nochmal so diesen Nordstern, ja, irgendwie aufrecht zu erhalten und alles, was neu reinkommt, genauso zu begeistern, als wär ich schon bei Tag 1 dabei gewesen und hinter diesem Purpose, warum es dieses Unternehmen gibt, sozusagen zu bringen. Und deswegen finde ich halt sozusagen dieses, warum gibt es uns und diese Founder Story, und auch der Founder eine ganz, ganz große Rolle spielt, immer wieder. Ich glaube, bei jeder Person, die neu ins Unternehmen kommt, sollte einmal mit dem Founder gesprochen haben und diese Story hören. Das ist, ja, das geht natürlich nicht, ne? Aber ja. Es kann ja auch ein Video sein, ja. Skalierbar, verstehe. Ja, jetzt warten wir den Applaus. Im Prinzip, jetzt haben wir ja auch, oder man redet ja immer über die Erfolgsgeschichten, toll, wie alle gewachsen sind und wie viele Millionen und Milliarden Umsätze. Aber Frank, du hast es zu Beginn schon gesagt, die meisten scheitern, ehrlich gesagt. Was sind denn so die Hauptfailures, die so passieren? Warum scheitern die denn? Also, im ersten Mal kannst du auch einfach im Produkt und so daneben liegen, ne? Und ich glaube, wahrscheinlich bei eurer Company, bei unseren Companies gab es immer einen Punkt, wo einfach das Ding hätte auch scheitern können. Aber das Entscheidende ist halt, wie reagierst du dann bei diesen Herausforderungen? Sagst du, scheiße, es hat nicht funktioniert und hörst auf? Oder gehst du sogar nach vorne und sagst, jetzt probieren wir nochmal 3 neue Kanäle, und wie intelligent machst du das? Also, wie Bene gerade gesagt hat, mit einem sehr guten Management, einem klugen Kopf. Und das, glaube ich, das nachher der entscheidende Erfolgsfaktor. Piran, was waren denn bei euch so die Failures? Gab es welche? Also ja, wir haben massiv, wir haben massiv Fehler gemacht, natürlich, also keine Frage. Ja. Erfolgsstory. Ja, ist natürlich, lass was raus. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Also wir hätten natürlich deutlich aggressiver noch in Influencer-Marketing investieren können von Anfang an, als wir die Metriken gesehen haben. Da hat uns, glaube ich, einfach der Mut gefehlt. Also wir haben schon viel gemacht. Wir haben das als Pionier aufgebaut in Deutschland, aber hätte man auch nochmal mit schön aufbereiten können, analysieren können, dafür allein Funding einsammeln können und das nochmal richtig leveragen können mit externem Kapital. Aber Costa und ich waren auch nicht so typischen WHU-Gründer. Also Costa hat Jura studiert, ich habe Mathematik studiert. So, da haben wir uns zufällig kennengelernt und haben gesagt, gut, machen wir das, und haben uns absolut aufs Produkt fokussiert. Man denkt auch noch,
also man denkt, das Großdenken lernen, das war für uns auf jeden Fall, hat so ein, zwei Jahre gedauert, was aber auch gut war, weil wir dann operative Experten waren in dem, was wir gemacht haben und später dann Funding eingesammelt haben und dann auch gute Leute mit ins Management Board geholt haben, die dann genau das als komplementäres Skillset mit reingebracht haben. Ja, ich glaube, das würde ich als Learning für uns sehen. Ja. Ja. Benedikt, was sagst du? Ich denke, so die klassische natürlich irgendwie zu spät geheiert. Mhm. Auch, glaube ich, zu spät auch getrennt von Leuten. Mhm. Unser Thema ist, also ich muss immer sehen, was richtig gut ist, dass ich weiß, wo wir danach zielen können. Weil als Founder kennst du nicht was gut ist und was richtig gut ist. Also wirklich mit Leuten regelmäßig sprechen und zu merken, wow, das können wir auch aufbauen. Das wusste ich gar nicht, dass sowas machbar ist. Und das haben wir, glaube ich, auch zu spät begonnen zu machen. Jetzt durch Sequoia und Co. haben wir ein riesen Netzwerk mit Foundern, wo wir richtig wirklich mit Leuten sprechen können, wo wir auch nochmal sagen, wow, wir können auch nochmal größer denken. Und das ist, glaube ich, Fehler, wenn man zu klein und zu nischig und nicht nischig ist gut, aber zu unambitioniert eigentlich denkt mit dem dabei her. Das, Aim high. Ja. Annette? Wird gleich wieder nochmal auf der People-Seite. Tatsächlich, und es geht wieder auf diese Rockstar, du hast es Rockstar genannt, aber am Ende beschreibst du das sozusagen. Gerade wenn man in der Scaler-Phase ist und diesen unwahrscheinlichen Druck hat und auch schnell Leute zu finden in Zeiten wie heute, wo es auch einfach unwahrscheinlich schwierig ist, sozusagen die richtigen Leute und dann sozusagen auch schnell zu finden, schon häufig gesehen, dass man dann sozusagen, das hört sich jetzt furchtbar an, aber so, man zettelt für Second Best. Ja? Es ist halt nicht der Rockstar, sondern am Ende des Tages wirklich kann ich nur immer wieder sagen, lieber warte ich nochmal 6 Monate oder ein Jahr länger und habe dafür diesen Rockstar und die Expertise, die ich wirklich brauche. Weil so wie du gesagt hast, am Ende des Tages, ja, am Ende kann das immer mal passieren. Aber ich glaube, dann muss man am Ende des Tages, wie du schon sagst, auch schnell Entscheidungen treffen und sagen, das passt dann doch hier nicht. Ja? Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Was ich auch beobachtet habe, ist, bei vielen dann auch gerade jetzt, es gibt ja viele Unternehmen, die dann in durch Covid massiven sozusagen Rückenwind bekommen haben und dann auf diesem Hype und ganz schnell ganz, ganz viel wollten. Und auch in solchen Phasen am Ende des Tages nicht den Fokus zu verlieren, sich immer wieder darauf zu besinnen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich das, was wir wollen? Und nicht links und rechts noch mehr Opportunity und wir springen hin und her. Und das habe ich auch gesehen, dass manche einfach dann diesen Fokus verlieren und zu schnell zu viel wollen. Was mir gerade einfällt ist, eine der schmerzhaften und schlimmsten Dinge ist es, jemanden zu entlassen, weil es unfassbar schwierig war, diese Person zu finden. Dann hat man sie vielleicht gerade in den Code eingearbeitet und dann merkst du, irgendwie passt nicht. Und das ist so tiefgreifend schmerzhaft in vielen Dimensionen. Aber das macht einen exzellenten Gründer und Gründerin aus. Diese scheiß harten Entscheidungen auf menschlicher Ebene, auf Produktebene, weil du auf einmal einen Delay hast, obwohl dein Investor dir schon Druck macht, die zu treffen, um danach dann wirklich irgendwann in eine Exzellenz zu kommen. Das ist der harte Weg. Aber das ist scheiße hart. Ja. Das ist doch schon ein gutes Abschlusswort. Es ist scheiße hart, Unternehmer zu sein, vom Startup zum Scale-Up zu werden. Ich würde gerne jetzt die Zeit noch nutzen, wenn wir hier schon die 4 Experten haben, dass auch noch Fragen aus dem Publikum gestellt werden können. Jetzt habt ihr die Chance. Wer hat denn eine Frage an einen unserer Experten? Das müsste jemand da sein. Meldet sich jemand? Ich kann einfach hinrennen. Kommst du? Ich bin so ein bisschen zu dick, von daher passt das. Dahin. Du, hörst du es dann? Hallo. Hi. Ich habe eine Frage und zwar, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, also ich bin jetzt... und ich frage mich jetzt langsam, ich bin auch Gründer und gibt es ab irgendeinem Punkt 9 to 5 in einem Startup, wenn man zum Beispiel Familie hat? Ja. Also ich... Nehmen wir es mir nach vorne, die Frage. Habt ihr das alle gehört? Genau, wahrscheinlich ja. 9 to 5. Ich würde sagen, nein. 9 to 5. Wir wissen leider die Frage nicht. Ihr müsst einmal noch sorry, ich dachte, das wäre A. Sorry, das ist meine erste Silent Disco und deswegen. Also, die Frage war von einem, finde ich, sehr jung aussehenden Mann, der gesagt hat, ich werde langsam älter. Und er hat sich jetzt überlegt, gibt es irgendwann in einem Startup 9 to 5?
Also kommt man irgendwann mal aus diesem unfassbar krassen Ding raus? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einmal Scale-Up, was heute das Thema ist, und ich finde Scale-Up geil. Also mir gibt es richtig Energie, macht es auch richtig Spaß, genau durch diese Tiefen und Höhen zu gehen. Alles, was so passiert mit dem dabei her, keine Chance. Sage ich, ich beginne ein Startup und möchte irgendwie beginnen, mich loszulegen und ist auch vielleicht ein kleineres E-Commerce-Business oder irgendwie so, ich schwimme mich frei, brauche ich nicht gleich mit dem Riesengeschiss draufgehen. Also die Frage, was ist Startup für mich, was möchte ich starten, glaube ich, da muss man sich auf jeden Fall einmal kalibrieren dann daher. Ich denke, was Frank als Startup betrachtet, ist eher die rechtere Seite als von dem Ding her, aber ich will sagen, schauen, was passt, und wenn man nur diesen Zeitslot hat, weil es nicht anders geht, trotzdem machen und beginnen. Und ja gut, jetzt bin ich auch älter, ja. Also ich verstehe deine Frage, ne? Die Frage ist halt, kommst du irgendwann aus dem Red Race raus, ne? Und also so richtig glaube ich nicht, ne? Und das ist wirklich super, super hart zu gründen. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel heute Investor. Ich glaube, mein Tag ist immer noch insane. Aber ich bin nicht mehr direkt auf dem Spielfeld. Und es ist einfach scheiße hart. Nein, ich meine, weißt du, das ist ja immer so ein Bullshit-Talk. Ich meine, das ist einfach wirklich, wenn ich unsere Founder sehe, durch was die laufen und auch Gründerinnen, weißt du, und das ist einfach super hart. Und wenn deine Nüsse vergiftet sind, was ich hoffe niemals passiert, oder dein E-Commerce-Store down ist und es ist gerade, ich weiß noch, der erste Wunderlist-Sync haben wir gelauncht, 24. vormittags. Ja, ich hatte doch kein Weihnachten. Das war, und das wäre auch gar nicht schlimm. Ich hatte noch nie, also außer jetzt vielleicht irgendwann mal, aber bis ich 40 war oder so, hatte ich kein Weihnachten und auch keinen Urlaub. Ich brauche auch gar keinen Urlaub. Aber ich meine das total ernst. Auch heute noch frage ich mich immer, warum, selbst obwohl ich ja heute noch an der Seitenlinie stehe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 24 Stunden kein Feuer gelöscht habe. I don't know. Und das ist halt das. Und so die Frage ist, bist du bereit dazu? Und das muss man sich wirklich ganz ernsthaft fragen. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich jetzt irgendwann 4, 5, 6, 7, 10 Jahre zurücktrete und mein Geld spenden werde. 95% meines Vermögens spende ich. Weil ich eben nicht immer weitermachen kann. Wie lange ich das noch kann, weiß ich nicht. Aber das ist auch für dich, glaube ich, eine ganz ehrliche und wichtige Frage, über die man auch sprechen muss. Weil ich habe keinen Bock mehr, dass immer nur TechCrunch, Next Round, alter Bam. Nee, es ist super, super schwierig. Und es sind persönlich harte Burnouts und andere Dinge daneben. Und wenn du dich davon bedroht fühlst zum Beispiel, solltest du das sehr ernst nehmen, was ich überhaupt gar nicht weiß. Wir haben ja nur ganz kurz gesprochen. Und deswegen glaube ich schon. Also da rauszukommen ist erstmal schwierig. Dann musst du entweder nur noch Shareholder sein und zurücktreten vom Management oder so. Aber solange du in einer CXO-whatever-Rolle bist, brennt der Block. Also zumindest glaube ich das. Also kurzer Kommentar dazu. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich ist das bei den meisten Gründern so. Bei mir war das auch so. Die ersten 3 Jahre waren wirklich sehr intensiv. Es hat Spaß gemacht, es hat mich nicht ausgebrannt. Ich war auf einem Geburtstag und dachte, was mache ich hier? Ich verschwende meine Zeit, ich könnte jetzt arbeiten. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Es waren, also, weil ich voll verantwortlich für mich war und nicht mehr so eine Uni oder eine Schule oder was auch immer diktiert hat, was ich machen soll. Aber ich glaube, wenn man das so hart rationalisiert, glaube ich nicht, dass es unbedingt so sein muss. Es gibt auch sicher Unternehmer, die gründen und dann eher 9-to-5 machen, sicher mal auch öfter verfügbar sind oder was auch immer, aber am Ende definiert ja, wie viel Zeiteinsatz du reinsteckst, was du dann am Ende rauskriegst. Du machst immer einen Trade-off zwischen Wachstum und zwischen dem, was du investierst. Du kannst immer noch ein Startup aufbauen, auch stark wachsen, wenn du gerade in der Nische bist, die eine hohe Markteintrittsbarriere oder ähnliches hat und ein Expertenwissen oder sowas mitbringst, da kannst du auch mit 9-to-5 super erfolgreicher Unternehmer sein. Du wächst einfach nur langsamer. Also dieser Trade-off, wie viel du reinsteckst. Ja. Und du kannst nicht am geilen Thema arbeiten, weil wenn es ein geiles Thema wäre, dann ist es competitive, weil die geilen Sachen wollen alle machen. Also wenn jetzt, ne, also das aber geil ist ja immer Definition von einem Sinn. Wenn dir jetzt Spaß macht, okay, egal. Okay, ja, also es gibt auch Wege 9-to-5. Gibt's noch? Wo war noch eine Frage? Übrigens, das heißt nicht, dass wir bei Koro hier 9-to-5 machen. Ich finde aber, er sieht da sehr ausgeschlafen aus. Komm, Piran. Ich habe gerade die ganze Werbung rein. ich habe folgende Frage. Wir betreuen mehrere Online-Shop-Brands. Und die Frage ist, die meisten bootstrappen das ja bis zu einem bestimmten Bereich. So auf die, ich sag mal so 100.000, 200.000 Monatsumsatz. Ab welchem Level würdet ihr sagen, macht es für die Sinn, an einen Investor ranzugehen?
Und wenn ja, wenn ihr da Level definieren könnt, wie sollten die das dann am Ende tun? Die Frage war, er betreibt ein verschiedene Channels, also verschiedene Businesses parallel und hat auch gebootstrapped raufgefahren. Und wann ist der Moment eigentlich gut, dass man dann einen Investor mit reinnehmen kann? Ist es irgendwie so bei 200.000, 300.000 Euro Umsatz pro Brand oder Channel oder wann macht es Sinn eigentlich mit reinzunehmen? Also aber Pira, ich denke, du bist also da. Es kommt immer, also es ist super, super spezifisch, weil gerade diese feinen Details es ausmachen. Bist du quasi eine Eigenmarke, verkaufst du Fremdmarken, bist du eher im Handel oder bist du Direct-to-Consumer? Und auch, wofür brauchst du das Geld? Ne? Also wenn du wir sind halt super stark gewachsen und der Working Capital Bedarf, den konnten wir nicht alleine finanzieren. Und das letzte Jahr war vielleicht unprofitabel, entsprechend hat uns keine Bank Geld gegeben und wir brauchten Investoren, um genau das zu finanzieren. Du brauchst halt immer, also wofür brauchst du das Kapital? Das entscheidet eigentlich, wann du Kapital einsammeln musst. Wenn du eine Rocket Company jetzt gründen möchtest, dann kommst du einfach nicht weit. Da kannst du auch keine 100.000 Euro Umsatz machen, bis du dann irgendwie das machst, sondern das würde ich einfach sozusagen über den Kapitaleinsatz definieren. Genau, wofür brauchst du Kapital? Also wenn du FK nehmen kannst, ja, nimm FK. Wenn du EK unbedingt brauchst, meistens, genau, wofür? Und ich als Investor, also jetzt sagen wir, ich wäre ein anderer Investor, der irgendwie Geld verdienen wollte. Dann gucke ich halt auf meine Multiples. Also ich sage halt, wenn ich dir jetzt 1 Million oder 10 Millionen überweise, dann brauche ich irgendwann 50 Millionen zurück. Und ich brauche so ein Excel-Sheet oder so, wo das halt drinsteht, warum ich daran glaube, dass wenn ich dir jetzt 10 Millionen gebe, du irgendwas unleashen kannst, wo du sagst, okay, damit kann ich dann halt, keine Ahnung, was aufbauen. Und genau, ich glaube, beim Investieren ist echt immer wichtig, no bullshit, was machst du genau mit dem Kapital? Also für uns war zum Beispiel damals das Investment wichtig. Also das erste Investment haben wir ja quasi nach meinem Einstieg Ende 2016 bekommen, um eine Bankenlinie quasi im Kontokorrent einmal zu tilgen. Wir waren bei minus 90.000 und hatten 10.000 Puffer und waren am Rande der Insolvenz. Und dann war da Dr. Georg Kofler so nett und hat da mal 750.000 Euro überwiesen. Das war Georg hat bei euch ein bisschen. Ja, Georg hat so viel ein bisschen. Und ja, das hat uns geholfen, einfach besser zu schlafen in der Nacht und auch mal die ein oder andere Risikoentscheidung zu treffen. Und das ist ganz wichtig, auf jeden Fall immer einen Puffer mit einberechnen. Ihr macht so viele Fehlentscheidungen und da braucht es auf jeden Fall einen finanziellen Puffer, den ihr irgendwie anders verargumentieren könnt in dem ganzen Businessplan, aber es braucht einen Puffer, um diese Fehlentscheidung treffen zu können. Wir haben die ersten TV-Tests damals gemacht mit 30.000, 40.000 Euro Media-Invest, die haben auch nicht funktioniert. Das war uns schon klar, wir wollten wissen, wie stark sie nicht funktionieren und ab wann sie funktionieren können. Und das musst du, diese Investments musst du tätigen, um quasi Schnelligkeit zu gewinnen. Das war für uns eigentlich der primäre Grund, warum wir Geld aufgenommen haben. Fragen? Frage? Da ist nochmal hier. Da hinten. Ja. So geil. Das so. Dolmetscher. Du wolltest schon immer Dolmetscher werden. Ja, ja. Das tanzt du gleich noch für uns. So, Frage kommt. Ja, ich würde gerne wissen, gibt es irgendwelche Faktoren, woran ich ausmachen kann, in welchem Moment es sinnvoll ist, zu investieren in Mitarbeiter, wie Rockstars schon angesprochen sind, um zu skalieren und in welchem Moment ich besser meine eigene Manpower nutze, das Geld reinsetze, also woran kann ich erkennen, dass es Sinn macht? Mhm. Die Frage ist, woran kann ich erkennen, wann ich eigentlich jetzt in Personal vor allem investiere? Gibt es Signale, wann ich jemand reinhole, so ein Rockstar, oder wann beginne ich auch selber Sachen zu machen? Wie finde ich da die Balance? Annette, hast du dazu? Gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages merkst du ja, wenn du das Unternehmen aufbaust, in den ersten Phasen, wo du sozusagen skalierst oder wo deine Expertise liegt oder wo du am Ende sozusagen neues Talent brauchst. Ja, klassischer Case ist immer am Ende des Tages, ja, vielleicht mache ich am Anfang als Gründer viel zum Beispiel Akquise selbst, indem ich rumlaufe und mein Netzwerk aufbaue und ausbaue. Aber wenn du dann anfängst, wirklich zu sagen, das Ganze skalierbar aufzubauen und Leute reinzuholen, am Ende des Tages die Vertrieb für dich machen, ja, weil das ist nicht skalierbar, wenn du das alleine machst, ja. Auf der anderen Seite, wenn es in technologische Richtungen geht, ja, also du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Developer, aber brauche dann am Ende des Tages doch nochmal ein anderes Skillset rein. Also es ist ja wirklich abhängig davon, wo du dich gerade befindest und wo du am Ende sozusagen Unterstützung benötigst. Ich glaube, der spannende Punkt ist halt wirklich an dem Punkt dann vulnerable und auch sozusagen offen genug sein, zuzulassen und zu verstehen, dass man an der Stelle Hilfe braucht. So. Ja, um das Kapital zu haben, ja. Genau.
Ich habe auch noch vielleicht kurz was dazu. Wir haben ja gerade selber dieses Jahr oder die letzten 12 Monate intensiv Management geheiert und war für uns auch die Frage als Founder, wen kann ich heiren, weil du kannst nicht 6, 7 Leute starke Management auf einmal heiren. Also musst du es irgendwie serialisieren und überlegen, wen machst du als nächstes. Und wir sind wieder so vorgegangen, okay, wir brauchen jemanden in Marketing, Vertrieb, da sind wir nicht gut als Founder, da brauchen wir jemanden mit dabei, weil Produktentwicklung sind wir gut. Da haben wir noch mehr Zeit, sagen, von dem ganzen Ding. Mittlerweile würde ich fast, ich weiß gar nicht, ob es richtige Entscheidung war oder nicht richtig, wahrscheinlich gibt es auch kein richtig oder falsch, aber ich habe auch gelernt, vielleicht macht es auch manchmal Sinn, da wo man richtig gut ist, jemanden zum Holen. Das kann man viel schneller eigentlich einschätzen. Ist der gut und kann er das abnehmen und ich kann das laufen lassen, weil ich muss mich ja eh durch das andere durchackern und da jemanden finden, der so gut wird, mit dem der weiß, dass ich, glaube ich, dann nochmal gefühlt schneller rennen kann, wenn ich diesen Hack eigentlich machen würde und nicht genau umgedreht machen würde, weil was ist der Preis, wenn man es nicht macht, man fokussiert sich auf die neuen Sachen zum Heiern, lässt die anderen automatisch schleifen und raus kommt man aus dem ganzen Prozess dann mit so, naja, irgendwie ging doch nochmal gerade gut irgendwie Mentalität. Übrigens, das ist auch eine sehr gute Gründereigenschaft, genau solche Entscheidungen nicht einfach Top-Level irgendwo zu übernehmen und zu sagen, ich mache so, wie der Investor mir das gesagt hat, sondern sowas hardcore zu rationalisieren und das für sich zu entscheiden. Ja. Schön. Da haben wir noch eine Frage. Frage. Da vorne auch noch. Einmal da hinten. Das machst du gut, ja. 1A Einsatz. Ich würde gerne die vorige Frage noch mal ein bisschen erweitern, wann ich mir Hilfe dazu hole. Und zwar, wann hole ich mir Hilfe in-house dazu und wann outsource ich ein Thema lieber? Also vielleicht gerade auch Richtung Piran, Performance Marketing. Was mache ich zum Beispiel lieber in-house? Welche Kompetenzen? Und was gebe ich vielleicht schnell an eine Agentur, um da schnell zu skalieren? Die Frage war, an die Frage davor, auch wann ich outsource, insource, also wann ist das eigentlich die Sachen da, wann kann ich was nach außen geben, wann mache ich selber irgendwie, einmal natürlich Logistik, aber auch Marketing, wie entscheide ich da eigentlich am besten auf dem Weg dahin? Ja, ich glaube, das kommt konkret auf deine Company an. Wenn du eine Logistik-Company werden möchtest, dann source bitte Logistik nicht aus. Das für uns natürlich als Logistik sofort outsourcen. Wenn du ein Direct-to-Consumer-Brand bist, Logistik sofort outsourcen. Ja. Außer ist es halt so, wenn du selber irgendwie Produktion hast und Platinen baust und so weiter und so fort. Vielleicht ist das ein bisschen was anderes, aber für uns, das war auch das, was Costa als allererstes gemacht hat. Ich glaube, wir haben noch nie in der Geschichte von Koro Pakete gepackt. Noch nie. Wow. Noch nie Pakete gepackt. Generell total toll. Das ist wirklich ein komplexes Thema, ne? Weil wir in Deutschland, wenn ich jetzt mal so ganz plakativ für uns in Deutschland spreche, dann sind wir so die Outsourcing-Weltmeister in der Autoindustrie zum Beispiel und sagen, ja, das kaufe ich alles zu, Supply Chain, bla bla bla. Aber ich glaube, ein Apple und ein Tesla zeigt halt, dass das vielleicht gar nicht so gut war, sondern dass man auch einen tiefen Teil der Wertschöpfungskette vielleicht im Haus haben sollte. Also generell erstmal total d'accord. Aber ich glaube, auch das ist wieder pro Unternehmen wirklich eine wichtige Entscheidung, weil natürlich kann ich Logistik outsourcen und dann kann man sich die verschiedenen Player angucken und am besten auch noch zwei, damit, wenn einer ausfällt, der dich nicht erpressen kann und diese ganzen Learnings. Aber vielleicht ist auch ein Riesenunterschied, weil ihr in einem Markt seid, wo Marge so dünn ist und ihr dadurch die Marge erhöhen könnt, was ich gar nicht weiß. Ich bin keine Logistikexperte oder so. Ne? Also generell ja, erstmal outsourcen, was nicht zum Core gehört, gerade in der Wachstumsphase. Hört sich echt gut an, macht meistens Sinn, aber bitte reflektieren, wo du langfristig hin willst. Und ich würde auch noch mal kurz Piran, ich würde nicht zustimmen, was du gesagt hast, dass ihr nie ein Paket gepackt habt. Was ihr gemacht habt, ihr habt immer Tools gesucht, die genau gut sind für die und habt die Tools euren Dienstleister gegeben. Das heißt, ihr wart immer unter Kontrolle vom Prozess, um was läuft ab. Ihr habt keine eigenen Leute auf euer Captape oder in eurem Salary gehabt, die ihr bezahlt habt fürs Verpacken, aber ihr habt immer genau die Prozesse mit den Tools so gebaut, dass genau das rauskommt. Also du kannst es verbinden mittlerweile mit coolen Tools, eben genau dort auch die Flexibilität zu haben, dass es wie in deinem Unternehmen ist, aber du hast Leute trotzdem, die da Gas geben können und das gibt auch nochmal enormen Speed drauf. Absolut. Lilium hatte gerade einen Supplier Day. Also da haben die ganzen Supplier, die Outgesourcen eingeladen, das sind öffentliche Informationen, keine Insider-Informationen, ist auch keine Anlageempfehlung. Da waren halt alle Supplier da und genau das. Also kann auch da echt Sinn machen. Ne? Aber ich glaube, das kommt halt auch darauf an, ob du Innovationsführer sein möchtest in einem bestimmten Produkt. Da macht, glaube ich, Insourcing mehr Sinn, weil du dann irgendwie an Schnelligkeit gewinnst und dann die Sachen auch ineinander besser verzahnen können. Wir schöpfen ja sozusagen nicht Mehrwert über das eine Produkt, was wir machen, sondern ist es ja eigentlich sozusagen die Summe der Produkte, die es ausmacht, die den Warenkorb hochbringt. Dann kommt noch Brand und Marketing dazu und die Prozesse, wie man das alles zusammen vernetzt, dass das am Ende eine integrierte quasi Marke ist, eine Direct-to-Consumer-Brand.
Und da macht es für uns einfach keinen Sinn, alle Produkte zum Beispiel selber zu produzieren, weil unser Marktvolumen im Verhältnis zum Gesamtmarktvolumen halt einfach sehr, sehr gering ist. Aber zum Beispiel vielleicht noch, was wir trotzdem machen, ist punktuell vertikalisieren wir schon. Also wir haben jetzt eine Produktion in Nürnberg aufgebaut, wo wir bestimmte Dattel plus Nusscremes, Dattel-Haselnuss-Cremes und so weiter selber produzieren, weil es ein hochkomplexes Produkt ist, absolut kranke sozusagen Qualitätsanforderungen hat, weil da freies Wasser drin ist, das darf nicht schimmeln und. Und da gibt es keinen Hersteller, der das ordentlich macht. Und haben uns alles angeguckt, fast ein halbes Jahr verbracht, mich mit Herstellern auszutauschen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das macht Sinn. Und hatten dann auch die Opportunität, da einen Hersteller zu übernehmen. Und das hat gut gepasst. Ja. Wir hatten da vorne noch eine Frage. Oh, sorry. Laut herreden. So, ich gebe mein Bestes, laut zu reden. Wachstum bedeutet ja auch immer, man braucht Kapital. Jetzt haben wir aktuell eine sehr schwierige Marktsituation. Die Tech-Werte gehen runter, Investoren sind sehr zögerlich, Geld zu investieren. Was würdet ihr Gründern mit auf den Weg geben in der aktuellen Marktsituation, um Fundraising zu betreiben? Ja. Frank ans Wort. Wir alle, die irgendwie große Investoren haben oder so, haben glaube ich, in den letzten Wochen irgendwelche, wahrscheinlich Zoom-Sessions oder irgendwelche PowerPoints bekommen, ja. Im besten Fall Pitch-Decks, die Lage dargestellt haben. So. Klar, die Lage ist beschissen. Aber herausragende Unternehmen finden auch jetzt Geld. Also ist jetzt nicht so, ich will dir keine Internas ausplaudern, aber das Central jetzt gerade, was sie gar nicht brauchen, Herausforderung hätte, mehr Geld einzusammeln. Ja? Oder wir gehen jetzt auch mit einem anderen Unternehmen gerade ins Fundraising, sogar mit zwei parallel, und das läuft bisher sehr gut. Ja? Das sind sicherlich auch herausragende Gründer und Gründerinnen und das sind sicherlich herausragende Teams. Wenn du jetzt, sage ich mal, vorher mit irgendeinem NFT, bla bla bla, irgendwas, auch echt Geld raisen konntest und wir uns auch oftmals gewundert haben, wie geht das? Das ist sicherlich over. Wenn du aber wirklich am Maximum bist und du wirklich Gas gegeben hast und die Traktion gezeigt hast, dein Team brennt, du gutes Talent hast, dann kannst du immer fundraisen. Würde ich jetzt gerade die allergrößte Runde raisen? Nein. Sondern gucken, dass du jetzt halt überlebst, die nächsten 18, 24 Monate. Würde ich jetzt noch genauso progressiv sagen, hire, bam, Vollgas? Nee, das ist gerade ein bisschen anders geworden. Aber auf der anderen Seite, in jeder Krise, so hart das ist, steckt eine Chance. Weil du kannst jetzt Talente gewinnen, die du vorher nicht gewinnen kannst. Du kannst viele Sachen machen, die vorher nicht möglich waren. Aber du wirst auch Geld raisen, wenn du wirklich gut bist. Was ich nicht weiß. Hoffe, aber ich weiß es nicht. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, wenn ich reingrätschen darf, Frank. Also ich merke das auch sozusagen im Bekanntenkreis und auch wird auch ab und zu mal angesprochen, so dieses, das eine ist, jetzt raisen. Die Frage ist tatsächlich ganz häufig, was ich beobachte und wie kommen die Startups eigentlich an die richtigen Leute? Ja, also gibt's da irgendeine Formel, möchte ich mal sagen, ja? Oder ist das wirklich übers Netzwerk? Also wie fange ich an wirklich, also wirklich, wenn ich auf der Suche nach Kapital bin und nach Investoren, wie gehe ich da eigentlich vor? Also ich habe manchmal so dieses Gefühl, das ist so ein Hilfeschrei in alle Netzwerk, Richtungen. Genau. Ja. Also ich glaube schon, dass Netzwerk extrem hilfreich ist leider, weil wenn ich jetzt eine Intro vom Bene bekomme, schaue ich anders drauf, als wenn irgendwie bei uns deals@freigeist.com irgendwas reinkommt, muss man ganz fairerweise sagen. Was wir machen, und das glaube ich unterscheidet uns auch von anderen Investoren, wir erlauben uns den Luxus, jeden Tech-Deal in Europa selbst sehen zu wollen. Das ist eine Maschine, die sehr, sehr komplex ist, die wir aufgebaut haben. Deswegen genau, wir finden euch. Also wenn ihr irgendwas Relevantes macht hier in dem Raum und keiner von meinem Team mit euch gesprochen, dann haben wir einen scheiß Job gemacht. Das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Anspruch und den versuchen wir gerade zu erfüllen. Aber das ist sicherlich ein besonderer Ansatz. Ansonsten, Netzwerk, genau, ist glaube ich besser als Cold Pitches. Noch sind wie bei uns mit den Produkten. Wenn ich Produkte freigebe und dann rausfinde, es gäbe Hersteller, die dieses Produkt besser oder günstiger anbieten, dann stimmt was nicht mit dem Team. Noch eine Frage würde ich sagen und dann, wenn es noch eine gibt. Haben wir Moment, da hinten ist noch jemand. Einmal darf ich noch. Vielleicht nochmal, während das Mikro wandert. Wir haben auch 100, 150 Investoren angeschrieben. Hi. Am Anfang. Oh, sorry. Ich habe mich vorhin gemeldet, dass ich Koro nicht kenne. Zwischendurch habe ich aber
gegoogelt natürlich, war im Shop und habe eure Produkte wiederentdeckt. Ich habe die schon bei Edeka gesehen. Wie passt es zu eurer Direct-to-Consumer-Strategie? Ja, man muss ja immer ein bisschen flexibel sein in seinem Denken. Und das heißt ja nicht, nur, also das macht ja unternehmerisch überhaupt keinen Sinn, dass wenn man sich selbst quasi in dieses Korsett der Direct-to-Consumer-Brands steckt, dass man dann nichts anderes mehr machen kann. Für uns ist Handel natürlich auch Marketingkanal. Die Produkte sind dort draußen, wenn sie sich profitabel verkaufen, ein bisschen Cashflow einbringen, ist das ein weiterer Attributionspunkt in der Marketingkette. Das heißt, wenn ich das gesehen habe und dann nochmal draußen rumlaufe und dann noch ein Out-of-Home-Plakat sehe und dann die Performance-Werbung und dann Influencer, so am Ende, man sagt immer, man braucht 7 Kontakte, bis man kauft. So, und je mehr Sichtbarkeit wir nach draußen kriegen, desto besser. Also wir versuchen natürlich in alle Richtungen zu spreaden, aber wir machen es strategisch sinnvoll. Es macht für uns wenig Sinn zu sagen, lieber Händler, lieber DM, wir packen jetzt unseren Cashew-Bruch in Großpackung bei euch rein, weil da sind sie mit ihrer Eigenmarke günstiger. Wir haben aber auch ein Sortiment aus so sehr innovativen Produkten, die wir entwickeln. Das sind so 40-45% des Portfolios. Und die sind natürlich super geeignet und die versuchen wir bei jedem Händler zu platzieren und da irgendwie Sichtbarkeit zu generieren. Ich meine, er hat auch einen super unfairen Vorteil, ja? Er nimmt Central und das macht das wirklich einfach, weil es hat diese ganzen Händler ideal angebunden, ja? Und dann läuft das einfach, ja? Das ist ein Knopfdruck. Der Sales Pitch zum Schluss, oder? Das ist doch wunderbar. Ja. Vielen herzlichen Dank an euch für eure Zeit, für eure Insights. Ich glaube, wir haben jetzt 18 Uhr. Wer noch Fragen hat an Central und Molly, ihr seid, ich muss luren, Halle A1, Stand F07, da gibt es auch noch Geschenkchen, die ihr euch abholen könnt. Ich glaube mit Koro-Produkten sogar, aber ich weiß es nicht genau. Ansonsten Koro kaufen. Ansonsten würde ich sagen, 18 Uhr ist Zeit für Party und Bier. Dafür sind, glaube ich, auch ganz viele auf der OMR. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und es hat sich gelohnt für euch. Schönen Abend noch.